So Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Wo sind wir denn stehen geblieben? Minzmer. Wie viel... Stimmt, nur noch Secret Exit finden und dann dieses Secret Level da machen. Das Secret Exit ist echt an einem super doofen Ort. Das war das einzige Secret Exit, was ich nicht gefunden habe und bei dem ich ein Video als Hilfe gebraucht habe. Es ist nämlich so, ich hätte das Secret Exit nie und nimmer hier erwartet, weil ich eigentlich dachte, dass ich dieses Level perfekt erkundet habe. Dem war aber natürlich nicht so, sondern das Secret Exit war halt hier, wie man es sich denken könnte. Ne, hier wo ich jetzt lang gehe, ist es noch nicht, aber wir sind auch nicht mehr allzu weit davon entfernt. Ist auch nicht so ein langes Level, aber ich war echt erstaunt, dass ich dann gesehen habe, was in diesem Level, oh mein Gott, und dass ich dann noch den Ort gesehen habe, habe ich mir echt den Kopf gefasst und so gedacht, oh my goodness. Nun gut, ja. So gut man auch manche Sachen erkundet, man erkundet sie halt nicht gut genug, wie man hier sieht. Zumindest nicht, wenn man, wie ich ist. So, wäre es, glaube ich, richtiger. Oder auch nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das Secret Exit, wie könnte man es anders vermuten? Hier in diesem Raum, nicht hier unten, aber ich will erstmal einen klitzekleinen Pilz holen. Komm, eine Feuerblume hole ich auch kurz. Ganz, ganz, ganz kurz. So, die sollte hier sein. Ja, sehr schön. So, damit hätten wir die Feuerblume schon mal. Und jetzt, wo war das? War es hier? Und war das? Ja, das war hier, oder? Nee. Das war das mit dem Buch. Das war ein Fake. Dings, wo man es vermuten hätte können. Hier war's. Da oben. Jetzt müssen wir nur noch so einen gescheiten Wandsprung da machen. Und dann soll... Hallo? Also jetzt... Also so Wandsprung und so. Ja, komm. Komm erstmal runter. Der Buhu lenkt mich natürlich ab. Der klitzekleine Geist da. Er lenkt mich ab. Wie soll's anders sein? Komm jetzt! Moment. Ja. Ganz schön. Hey, komm jetzt, also... Ah, sehr schön. Als ich das selbst probiert habe, das erste Mal, hat es beim zweiten Mal geklappt. Jetzt nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. Jetzt habe ich immerhin 50.000 Versuche gebraucht. Aber egal, Hauptsache, wir haben das Secret Exit gefunden. Damit bin ich zufrieden. Das ist die Hauptsache. Wenn man schon sehr sägt, wenn man schon sagt, hauptsächlich, passiert dann fast bei 0-0. Mal schauen. 3, 2... 1, 0, 0, 0. Und? Bei 0, 0 passiert gar nichts. Schade. Kriegt man es eigentlich hin, dass man bei 0, 0, 0 die Fahne erreicht? Geht das oder ist man vorher... Ich glaube, man ist vorher tot, oder? Vielleicht gibt es da so einen Bug und wenn man den richtig schafft, zum Beispiel bei 0, 0... Ist das eine Bananenschale? Sieht aus wie irgendwie so eine zusammengeknüllte Bananenschale. Auf jeden Fall finde ich diese Wege ganz cool. Man sieht hier auch den anderen Weg, der glaube ich von Welt 1. Ist das Bananen? Ach so. Ich dachte vorher, das wäre so ein Minzblatt oder so, aber das ist so ein Blättchen von der Ranke, wie ihr seht. Interessant, interessant. Oh, die verwelken? Oh, 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 okay, da muss man doppelt und dreifach aufpassen, beziehungsweise nur doppelt. Das erinnert mich auch an ein Level aus Super Mario Land 2, das halt mit den Blättern da, ihr wisst schon. You know what I mean. Hier könnte das sein. Ne, da unten hätte auch... Schauen wir weiter. Schauen wir mal weiter. So. Zack, 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 zack. Ja, okay, nicht alle. Nicht alle, aber ist ja nicht so wild. Da ist die erste Sternmünze. Die war ja mal easy versteckt. Auch wenn man das Dingsblatt nicht hätte. Eichelpilz. Welches Blatt? Oh. Luftballon. Da ist was. Münzen.
da ist was. Warte. Was? Wo habe ich. Irgendwo habe ich da die Sternmünze bekommen. Ja. Spring genau rein. Mario, ist gut. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Mister Schiss, ich dachte, hier geht's weiter. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da rechts oder links. Links, 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 links. Ist gar nichts. Da war rechts was. Ist rechts was? Fuck, ich komme nicht mehr rechts hin. Da ist was. Ja, toll. So. Komm. Yes. Yes. Skiller number one. Perfecto mundo, meine lieben Damen und Herren. Ach so, ich muss ganz nach oben. Gut, das hätten wir auch geschafft. War ein witziges Level, echt. Nein, den brauchen wir nicht. Holen wir uns besser ein Item bei 5-5. Mal schauen, was wir bei 5-5 bekommen. Zacki! Und was bekommen wir hier? Erstmal 5 Feuerwerk. Hey, listen! So, und hier bekommen wir was? Eine Eisblume. Finde ich cool. Die finde ich okay. So ein Power-Eichelpilz wäre natürlich am besten, aber ne. Die Blume ist ganz okay. Oh, das ist schön. Alles echt schön. Und wieder mit dem Regenbogen. Ha, das ist schön. Und er führt vor allem über diese Geisterwerke hinweg. Der Regenbogen. Das muss man mal genau begutachten. So, Minzmeer haben wir auch abgeschlossen. Damit hätten wir schon die Hälfte. Sehr schön. Also die Hälfte von den Sternmünzen-Dingen da. So, Eisblume haben wir noch. Wir haben 2 Power-Eichelpilze. Das ist super. Hey, das gefällt mir richtig so. Hui, hier rauf und... Okay, die Wolken hätten sie ein bisschen... Das Geräusch, wenn man auf den Wolken landet, hätten sie ein bisschen anders gestalten können. Geist... Also dieses Sumpflevel, habe ich das gepackt? Nee, oder? Das habe ich noch nicht. Geisterhaus und... Okay... Also wir müssen eh ins Geisterhaus, aber war im Geisterhaus auch das Secret Exit? Da muss ich gerade nachdenken. Ja, okay, hier in der Mitte wäre zwar einer. Hier oben wäre auch einer. Komm, wir schauen mal, wie das ist. Was müssen wir machen bei den Geistern? Was? Da ist ein Stern drin, oder? Da müsste ein Stern sein, Moment. So. Nein! Okay, komm. Sehr schön. Komm. Was? Ey! Es war fies! Es war mal richtig fies. Okay, komm her. Nein, schon wieder! Jetzt bin ich tot. Ja. Hier! 2 Mittelfinger, ernsthaft! Zweimal verschwindet der Stern einfach. Komm, hier. Wollen wir eine Revanche? Revanche? Komm, wir wollen eine Revanche. Eine einzige Revanche. Wenn ich hier nochmal ein Leben verliere, dann lass es einfach sein und geh weiter. Okay. Ich muss den Sternblock, bzw. den Münzblock schon vorher treffen. So, komm. So, komm. Nein! Nein! Ich stell mich so blöd an, das gibt's nicht. Ey, komm, noch eine Revanche. Noch ein. Ey, das. Wenn ich jetzt verliere, wirklich. Wenn ich jetzt verliere, dann. Was ist jetzt. Was anderes? Okay. Komm. Komm runter. Ah, da. Geht's runter. Okay, komm. Ja, wie soll ich die? Kommt hoch. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich bin so ein Idiot. Ah. Ich mach das einfach noch einmal. Bis es klappt. Okay, das sieht interessant aus, würde ich mal sagen. Komm rauf. Ja, okay. So, und jetzt. Zack.
an der Wand und Zacki. Komm hier. Die hab ich. Die hab ich. Komm. Nein. Nein. Ah, okay. Okay, okay. Es kommt natürlich noch ein Stein. Gut, ich dachte schon. Aber ich glaube, ich hätte ein Leben bekommen, wenn ich den letzten auch hätte. Du, das war ein Riesenfail. Das war ein Riesenfail. Ich weiß, wie viel haben wir dafür gebraucht etwa. Ich kann hier an der Schreikurve etwa erkennen. Entweder 2 oder 1 Minute. Ich tippe eher auf 2 Minuten, so schlecht wie ich mich angestellt habe. Ey, ja. Das. Ey, Moment, wir müssen hier. Müssen wir hier das normale Exit finden für die 100%? Ich mache erstmal das Geisterhaus. Und dann machen wir noch vielleicht das normale Exit da. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Moment, ich weiß, ich wollte mir irgendwas merken, und zwar in die Tür musst du als erstes rein. Ich weiß nicht mehr, welches war. War es die hier? Bitte sag mir, dass die hier war. Ja, die war's. In die muss man als erstes rein, beziehungsweise muss nicht, aber ist ganz cool, wenn man hier als erstes reingeht, weil hier gibt es glaube ich auch die erste Sternmünze. So, jetzt ganz locker flockig auf den Herrn hier warten, ihn abknallen, und hier ist die erste Sternmünze. Wo waren denn nochmal die anderen beiden? Ich weiß, dass... Genau, hier gibt es einen Secret Exit. Die eine Sternmünze war beim Secret Exit. Und wo war die andere? Genau, die... Hier, ich muss hier rauf. Verdammte Axt, ich muss hier rauf. Glaub... Okay, gehen wir erstmal hier rein. Geht das am besten mit Pi? Ich glaube, wir müssen... Hier gibt es auch was Schönes, aber ich weiß nicht mehr was. Ich hoffe jetzt mal, dass hier so ein Dings... Wie heißt es? Nee, okay, ich weiß, was hier ist. Also ich weiß nicht ganz genau, aber ungefähr. Hier gibt es erstmal ein paar Münzen, die können wir uns abgrasen. So. Hier gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Münzen. Die holen wir uns natürlich auch schnell. So, komm Yoshi, friss die Geister. Friss sie, mein Freund, mein Yoshimitsu. Yoshimon! Genau, und hier, erstmal ein bisschen blenden, dann weg mit dir, Yoshi. Hier können wir nach oben gehen. So, weiß nicht, ob hier eine Sternmünze war oder ob hier nur das Secret Exit war. Ich glaube, eine Sternmünze war hier auch. Ja, okay, und jetzt hier rechts, Moment. Ah, wir haben die Yoshi. Hier rechts halten, rechts, und hier haben wir die dritte Sternmünze. So ist fein. So ist sehr fein sogar. Puh! Okay, da müssen wir aber nochmal rein. Und ich glaube, so ein Eichelpilz wäre ziemlich vorteilhaft. Da wir da oben hin müssen. Ich weiß nicht, ob wir hin müssen, aber... Doch, doch, ich glaube, wir müssen hin. Doch, so war es, glaube ich. Wo bekommen wir den Eichelpilz irgendwo? Ne, komm, komm, den können wir auch verschwenden. Ist ja nicht so, als ob er unheimlich teuer wäre, der Eichelpilz. Auf jeden Fall hier erstmal zum Secret Level. Yo, wie so eine Bohnenranke, aber diesmal ein bisschen eine andere, so eine, eher so eine Kletterpflanze-Dings. So, so einen normalen Eichelpilz nehmen wir, der sollte auch reichen. So ein Pi-Eichelpilz brauchen wir nicht, wir sind zu cool dafür. Lichtlos Labyrinth. So ein Labyrinth ist ja nicht wirklich, aber so... Ja. Ah, genau, und hier... Moment. Wo war das? Hier, ja. Okay, hier muss man auch ein bisschen aufpassen, und zwar geht's hier längs. Ich weiß gar nicht, ob hier die Sternmünze ist, aber ich glaube schon, oder? Bitte? Was ist das? Was? Hier ist kein Sternmünze, oder? Schauen wir erstmal. Ah, doch. Ah, okay, ganz easy peasy. Okay. Wir sammeln einfach mal alle Münzen ein. Wenn wir auch die Sternmünze einsammeln, dann sammeln wir halt alles zu 100% ein. Ja, wieso auch nicht. So. Jetzt können wir das Level beenden. Könnten wir theoretisch, wenn wir nicht noch was anderes vorhätten. Haben wir aber auch nicht. Ich glaube, hier war der Ausgang, oder? Links oben war nur eine Fake-Tür. Oder? Ja, hier war der Ausgang. So, hier einfach ein bisschen warten. Da gibt es noch irgendwie ein paar Geheimnisse hier. Aber die muss ich jetzt nicht unbedingt finden. Oh, Buhu! Hey, King Buhu! Wie hieß das Spiel nochmal? Also ich weiß, dass es verschiedene Namen hat.
Die, wo einer so an der Wand steht und er dreht den Rücken zu den anderen, sozusagen. Und dann müssen die anderen versuchen, an ihn ranzukommen, aber jedes Mal, wenn er sich zu ihnen umdreht und er sieht jemanden, der sich bewegt, dann ist er sozusagen aus dem Spiel. Und so geht das halt weiter, er dreht sich halt immer um nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, er muss sogar so von so einen Countdown von 3 machen, also so 3, 2, 1 sagen. Bin mir aber nicht sicher, wie heißt das Spiel nochmal? Auf jeden Fall hat jede Menge Namen, viele verschiedene Namen, aber ich weiß, es gab einen rassistischen Namen. Weiß nicht mehr. Nee, wer hat Angst vom schwarzen Mann, war es nicht. Aber irgendwas Rassistisches war es doch, oder? Ich weiß nicht mehr. Weil wir so sehr mit Boohoos gefailt haben, beziehungsweise ich, mache ich noch Tiefseetraum. Nein, bitte kein Unterwasserlevel. Ach nee. Ach nee. Wieso? Ach nee. Wieso? Ach nee. Nee, nee, nee. Was? SMS? SMS, SMS habe ich erhalten. SMS habe ich erhalten. Gut. Gut zu wissen. Das merken wir uns. Merkt euch das für die Zukunft. Fock hat ein SMS erhalten zum ersten Mal in seinem Leben. Nee, das ist nämlich witzig. Und zwar habe ich mein Handy auf. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Obwohl man ihre Augen vielleicht so ein bisschen sehen könnte. Nee, das ist einfach witzig, weil ich habe mein Handy auf lautlos, also auch nichts vibrieren. Oh, jetzt wäre ich hier fast runtergesprungen, weil ich mein Auge gekratzt habe. Also nichts lautlos, nichts vibrieren oder so, sondern ganz auf lautlos, damit man gar nichts hört und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme oder so, eine E-Mail oder sonst irgendwas, dann wird mir das nicht angezeigt, also das Handy leuchtet nicht auf. Aber wenn ich eine SMS erhalte, leuchtet es auf. Und natürlich, wenn ich einen Anruf bekomme. Weiß nicht, ob man das einstellen kann, ist mir jetzt eigentlich mehr oder weniger egal. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben. Mehr bringt euch diese Information eigentlich auch nicht. Außer, dass ihr jetzt halt wisst, dass mein Handy leuchtet. Also, ich habe so ein ganz spezielles Special, Handy da. Das kann leuchten halt. Eures kann das nicht, ich weiß. Eures leuchtet nicht, ne? Und wenn es doch leuchtet, dann ist es fake and gay. Ernsthaft? Das ist so. Was? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. So. Stern. Aber mich würde es echt wundern, ob ich überhaupt die normalen Ausgänge brauche. Also diesen zum Beispiel, um die 100% voll zu haben. Ah, ich weiß sogar, wo der normale Ausgang ist. Beziehungsweise der Secret Exit war da rechts. Und also da rechts, wenn man hinter diese Statue schaut, jetzt hier genau. Und so runterkommt, da. Aber da gehen wir nicht lang, sondern wir gehen nach oben. Hinauf! Wir steigen steil hinauf. Da könnte noch ein Secret geben. Hey, hä, hallo? War da jetzt gerade Invisible Coin Block? Das ist eine Wand. An! Ich bin blind. Ich dachte, die Statue hier gehört zum Hintergrund. Ich dachte ernsthaft, die Statue gehört zum Hintergrund. Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Ah, okay, cool. Ja, jetzt habe ich es gemasselt. Nein, nein, egal, egal. Das war ein bisschen failiger Part, so ein bisschen. Verschissen, mein Diesel. Wir würden uns dann, würde ich sagen, im nächsten Part sehen. Mit einer weiteren gediegenen Folge New Super Mario Bros. U. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich muss dabei sein. Ich habe Kopfschmerzen. Ah, oh, das wolltet ihr wissen. Gut, im nächsten Part schauen wir uns dieses Secret Top Engine Level an. Bis dahin, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss. Parakäferparade? Ich kenne Parakupa, was ist ein Parak... Ja, egal. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss.